Spür, was Liebe mit uns macht. Ruhe bitte. Wir drehen. Danke. Es regnet. Hä? Es regnet. Dafür kriegt er 20%. Mann. Ja. Aber noch nicht überstanden, oder? Die Tour. Du hast bis dann. Ich meine, so, die Nase Tour noch nicht und die Tour ist bis die Nase war Woche bei mir auch noch nicht, aber das wird. Wird mega. Ich finde, das ist so ein Meilenstein auch. Ja. Ne? Das ist so, das wird euch jetzt auch, ich meine, ihr habt es ja jetzt schon gemerkt, was an Erfahrung auf einmal dazukommt. Das würde man beim nächsten Mal wieder anders machen und trotzdem macht man auch immer wieder Fehler und das passiert. Aber das ist schon, da wächst man so als Künstler, finde ich, so extrem. Ja. Ne? Voll. Ja. Aber ist bei dir auch jedes Mal, dass du unzufrieden bist, wenn du von der Bühne kommst? Jedes Mal, das hätte noch besser sein können. Oh, den Talk hatten wir letztes Mal. Ja, ich erinnere mich. Wobei ich das ein bisschen hinter mir gelassen habe. Und tatsächlich mit den Jahren wird auch vieles nicht mehr ganz so. Da wird man entspannter und sagt sich, ey, komm. Wie kannst du auch deine Haare schicken? Let's go! Hast du eigentlich eine Schokoseite zum Film? Hast du irgendeine präferiert? Weil ich habe ja immer die Seite, Momo darf ich dich von der anderen Seite filmen. Das ist ja meine Macke. Ja, ich werde gefeuert. Hast du überhaupt was von der Tour schon gesehen? Ja. Eingesneakt. Oder dieser eine Song, den mag ich ja so gerne. Aber ich habe ihn nirgends. Ein gesungener Song. Ja, stimmt, ja, ja. Wahrscheinlich denkst, also ist das die Nummer, wo du im Sternenmeer vor den Fans. Ja, die Nummer, sorry, die Nummer wahrscheinlich. Ah, das ist ja unsere Nummer, Alter. Hey. Guck mal, du bist perfekt. Wirklich. Ja, und das ist der Star, auf den ich Das ist der Star. Ich dachte, wir machen ganz entspannt. Nee. Klar, ja, ich mach das nicht. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist nicht in meiner Seele eins. Das geht so schnell alles und checkt es einfach nicht. Man lässt sich einfach gehen mit der Sache. Ja, so sehe ich aus. Ne? Mhm. Wolltest du mir sagen, ich habe mich gehen lassen? Ja, sehe ich nicht so gut aus. Doch, tust du. Was total Sinn macht, wenn wir das jetzt zusammen machen, weil grundsätzlich fand ich halt schade, was fehlt, ist so, das ist unser gemeinsamer Song. Das ist ein gemeinsames Duett, sagen wir, dass es dann so eine, ja, ein Duett ist und nicht nur, okay, ich habe meinen Part, sie hat ihren Part und auch wenn da mal zwischendurch immer wieder von dir was kam, habe ich gesagt, nee, das hört man aber, dass das so eingedroppt ist halt, ne, so hingesetzt. Mal gucken, was dabei rauskommt heute, aber es wäre schön, wenn ich bei dir immer noch so ein bisschen mitzuhören bin, dann du auch noch viel mehr. Ich glaube, da dürfen wir auch mutiger sein, dass du dann noch ein bisschen drunter ein paar Lines. Ich glaube, es ist auch schön, wenn du da bist, weil dann weiß ich auch bis wohin. Weißt du, gerade weil es dein Song ist, das ist für mich viel angenehmer und ich weiß, dass du es guidest, weißt du, als wenn Vincent und ich das zusammen machen. Soll ja so ein bisschen angenehmer sein. Naja, ich glaube, man muss jetzt so ein, es soll ja nicht so sein, dass wenn sie reinkommt, dass es dann wie so ein, soll ja nicht so, so sein. Und so aggro, aber ich glaube mit so einer anderen Grundpunch, so mit so einem Punch, mit so einer Energie, wo du sagst, da bin ich. Okay, vielleicht und zwar ein verstanden. Ja. Come on. Hey, wollen wir es nicht andersrum machen? Du machst die Rap-Pass und sie sind genau. Das wollte Uwe auch ganz gerne für meine Show. Ja. Zack, 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 zack. Kommt die noch? Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino. Mit uns mal atemlos. Ja, Shirin. Come on, girl! Yeah! Das ist zu viel. Fuck. Finde ich nämlich auch. Aber ich will doch so gerne, dass du noch dabei bist. Ja, aber man kann doch auch nur zwei davon machen. Weißt du, also ich glaube, es ist genau wie halt mit jeder geilen Sache. Wenn man zu viel Schokotorte isst, halt nicht mehr geil. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Mit uns macht atemlos, schwindelfrei. Warte mal, ist das zweimal schwindelfrei? Für uns zwei. Wir sind heute ewig. Der Huber. O-Ton wieder im Original. Ich weiß. Ich glaube, der kommt seit Jahren auch einfach gleich aus mir raus. Reproduzierbar, ne? Hundertprozentig. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach
Mond. Du machst mich atemlos, glaub mir, das wird unsere Nacht. Wenn es dunkel ist. Den mach ich voll. Noch einmal. Und direkt noch einen? Keine Fehler, wollte uns genauso wie wir sind. Zusammen sind wir größer als die glauben, haben das in uns, was wir brauchen. Aber findest du es nicht komisch, so ein Rap? Es geht ja eigentlich um Aussagen, die wir da machen. Und das sind echt so schöne und starke Worte. Und das ist einfach mit Atemlos jetzt nochmal so ein... Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Und ich feiere das total. Mal gucken, ob ich so ein paar Sachen mitmache. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch Shirin den Raum geben. Ne? Wir basteln ja noch. Aber warum Shirin? Also für mich hat das noch mehr an Bedeutung gewonnen, als ich sie kennengelernt habe. Also ich finde sie als Person, als Mensch, finde die Wert, mit denen sie anscheinend auch groß geworden ist, die sie auch mir gegenüber gezeigt hat, die sie ausstrahlt, wahnsinnig toll. Und ich mag sie als Künstlerin im Sinne von, dass sie auch wirklich in eine andere Rolle schlüpft, ist aber privat auch irgendwie wieder ganz anders. Also da sind so Parallelen irgendwie da bei uns beiden. Sie steht zu sich selbst, sie macht, sie ist so eine Vorreiterin auch im Deutschrap und motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen so toll ein. Ich finde sie einfach sehr, sehr ehrlich und ich mag auch, wie sie so abseits der Rolle, sage ich jetzt mal, oder als Künstlerin, wie sie da ist, als Person, so, die ist nahbar. Sie ist nicht, obwohl ihr ganzes Äußeres und auch die Shows, die sie macht, die Musikvideos, die Art und Weise, wie sie rappt, natürlich ist es eine Form von Kunst, aber die Art und Weise, glaube ich, wie sie auch mit ihren Fans kommuniziert, was sie sagt, was bei Interviews rauskommt, es ist ja, ne, ich habe mich schon beschäftigt auch mit ihr. Ich habe jetzt gesagt, ich bin ja dem Deutschrap überhaupt, also das ist ja überhaupt so ein komplett anderes Genre komplett, für mich. Ne? Ja. Und fand sie aber, ja, eigentlich also mit die Einzige, die da für mich an Pole Position steht. Ich finde sie auch sehr klug und auch nicht naiv, nicht leichtsinnig, sondern auch wirklich eine tolle Frau, die auch definitiv noch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr reifen wird. Das weiß ich. Ja. Und auch als Künstlerin noch sehr, sehr groß wird. Sie weiß ja selber auch, hat sie gesagt zu mir, noch nicht, wo ihre Reise so hingeht. Und ich finde den Prozess, den sie macht, gerade sehr spannend. Und mal gucken. Cool. Vielleicht kann ich sie ja auch wieder dazu anstacheln, wieder ein bisschen mehr zu singen. Weil ich finde sie so schön, wenn sie danke. Singt. Das klingt so toll. Das sag ich auch immer. Ja, ich soll mal singen. Wenn du das sagst. Ja. Hallo. Es gibt kein Shaming, keine Vergleiche, keine Konkurrenz. Wenn du mich eine Diva nennst, ist das ein Kompliment. No. Ich will auch mal Shirin alleine Nein, machen. Nein, ich will den Enorm. Geh weg. Tschüss. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. So special für mich. Ja. Ich glaube sowieso erst alles nicht, wenn es online ist. Ja, ich glaube auch, wir müssen erstmal raus damit. Da begreifen wir dann erst. Ja, was wir hier gemacht haben, ist immer so dieser Kokon, in dem man sich befindet. Und dann, wenn es erstmal live geht, dann ist es wirklich raus. Ja. Flieg, mein Kind. Ja, ja. Aber dir ist schon klar, dass du jetzt auch so connected bist mit dem Song, ne? Also, für mich ist es ja ein Riesending, dass du mir auch das so gibst, also dass ich ein Teil davon sein darf. Das ist so krass für mich. Das überhaupt zu realisieren, weil das ist so dein Baby. Ja. Und dass ich so damit alles, überhaupt, ne? Ja. Weißt du, dass ich daran mit, das ist eine riesen Ehre für mich. Und Tom hat das gesagt, das ist ja wirklich deutsches Kulturgut. Dass ich da so ein Teil davon darf, ist halt, lass mich nicht emotional werden. Aber das ist, ist es wirklich. Ich habe noch nie auch so ein Frauenduett irgendwie, ne? Hab ich auch noch nie gemacht. Ja. Und das sind schon so mehrere Sachen für mich. Weißt du, du so eine riesen Inspiration für mich. Dann so ein Song, dann auch, weißt du, so ein Frauenduett mit so einer Power, das sind so besondere Momente und das versuche ich gerade so zu halten und zu realisieren und das so einatmen zu können, diese Momente. Ja. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, weißt du, wirklich mit dir zu arbeiten und mit dir das zu machen, das ist halt Wahnsinn. Danke, jetzt ist aber, jetzt so, jetzt reicht's. Für den schönen Tag. Ja, danke. Das ist heute der Tag nach der Studioaufnahme mit Helena und ich habe dieses Video gerade gesehen und gehört, wie krass du, liebe Helena, über mich gesprochen hast. Oh, mein Bauch macht Breakdance und ich kann nicht aus diesem Video gehen, ohne auch einmal kurz zu sagen, was es mir bedeutet, dass Miss Fischer mir die Hand reicht und mir diese Plattform gibt, sich mit ihr eine Bühne zu teilen. Das ist crazy.
Und das wäre so vor ein paar Jahren für mich überhaupt gar nicht in meinem Kosmos gewesen, dass das irgendwie hätte stattfinden können. Sie hat sich selber so krass gemacht, so lange erfolgreich zu sein. Weil das sage ich immer, I don't care, wer hier kurz Hype hat und wer kurz irgendwie Streamingzahlen hat und was auch immer. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und diese Frau ist an dieser Spitze von diesem Marathon seit Jahren. Als ich sie persönlich kennengelernt habe, ich habe ihr vorher schon gecrushed. Aber als ich sie persönlich kennengelernt habe, war ich so, sie ist no bullshit. Sie ist wirklich eine sehr, sehr authentische Persönlichkeit. Todesherzlich. Auch wirklich, wir sind da reingekommen. Es gab ein richtig tolles Essen, so ein Drei-Gänge-Menü. Für mich alles glutenfrei. Weil ich ja gerade auf Tour bin und mein Boss sich immer aufpustet mit dem Tee. Ich bin nicht allergisch, aber ich habe eine Unverträglichkeit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und das ist für mich sehr krass, weil ich schaue zu ihr hoch. Ey, als ich diese Nachricht bekommen habe, dass das passiert, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, Taman macht einen Joke. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Und dann bin ich ins Studio gegangen. Und ich weiß, Leute, ich habe 10 Parts oder so gemacht. Weißt du, das muss wirklich perfekt sein. Das ist wirklich nicht einfach, du nimmst irgendeinen Part auf und sie nimmt den erstbesten, sondern jedes Wort, sie muss jeden Flow finden, jedes Wort, weißt du. Und das ist das, was ich von einer Künstlerin wie ihr auch erwartet habe. Und sie hat das komplett übertroffen, diese Detailgetreue, diese Hingabe und all das mit einem Riesenherz. Leute, ich kann es nicht fassen, dass das rauskommt. Kannst du es fassen? Das ist unfassbar. Ich kann es auch nicht fassen. Wir fassen es nicht, es ist unfassbar. Wir fassen es. Und weißt du, was jetzt fassen? In 30 Minuten geht die Show los.